Willkommen im Channel. Heute werde ich für euch eine kurze Nacherzählung des Sci-Fi-Thrillers Die Insel machen. Ich freue mich auf eure Likes und Kommentare zu dem Film. Zu Beginn des Films wacht die Hauptfigur Lincoln Six Echo nach einem weiteren seltsamen und beängstigenden Traum auf, der bruchstückhafte Erinnerungen enthält, die er unmöglich haben kann. An der Wand sieht der Mann die Aufforderung, sich in einem Zentrum für psychische Belastbarkeit zu melden, während andere Tafeln ihm verschiedene Informationen über seinen Gesundheitszustand geben. Lincoln verlässt den Raum und sieht sich von vielen Menschen in ähnlichen Anzügen umgeben. Während der Fahrt mit dem Aufzug erscheint auf der Leinwand eine Nachricht über eine Insel, den letzten sauberen Ort auf der Erde, auf den man nur durch einen Lottogewinn gelangen kann. Einer der Männer sagt, dass er schon seit 7 Jahren in dem Komplex ist, aber noch keine Chance auf ein Leben auf der Insel bekommen hat. Der Komplex ist ein riesiges Schutzgebiet, in dem die Menschen nach der Katastrophe auf der Erde unversehrt bleiben. Neben der Insel ist dies der einzige Ort, an dem man sicher leben kann. Allerdings stehen die Bewohner dieses Heilsortes unter strenger Kontrolle, denn sie sind gezwungen, einen gesunden Lebensstil zu führen, Diäten einzuhalten und Sport zu treiben. Während des Frühstücks beschließt Lincoln, um etwas Speck zu bitten, wird aber abgewiesen. Er erhält Hilfe von Jordan Ftu Delta, der es versteht, mit allen eine gemeinsame Sprache zu finden. Die Helden beschließen, sich ein wenig zu unterhalten, werden aber von einem Mitarbeiter daran gehindert. Während eines Gesprächs mit Dr. Merrick erzählt Lincoln, dass er in letzter Zeit immer wieder denselben Traum hat, der damit beginnt, dass er mit dem Schiff Renovatio zu einer Insel segelt. Der Arzt ist besorgt über diese Information und fragt, ob es etwas gibt, das den Helden beunruhigt. Lincoln antwortet, dass er viele der Routinen nicht mag, wie das ständige Tragen von Weiß, ungenießbares Essen und andere Unannehmlichkeiten. Dr. Merrickom erinnert ihn daran, dass die Hoffnung, auf die Insel zu gelangen, all dies aufwiegen sollte und beschließt, ein wenig Forschung zu betreiben. Lincoln werden Mikrosensoren durch sein Auge implantiert, die Informationen über seine Träume übermitteln. Danach geht der Held zur Arbeit und spricht dort mit seinem Freund John Thriaco. Der Mann erzählt ihm, dass er einige Berechnungen angestellt hat und glaubt, dass der Wettbewerb manipuliert ist, da er nach den Berechnungen heute auf die Insel geschickt werden sollte. Ihr Gespräch wird jedoch durch die plötzliche Geburt eines Babys durch die Frau unterbrochen, die den Platz von John Thriaco einnimmt. Lincoln stellt fest, dass der Computer kaputt ist und geht zu Sektor 6, um einen Techniker zu holen. Dort unterhält sich der Held mit seinem Kumpel Mac und gemeinsam ziehen sie sich in sein Büro zurück. Dort sieht Lincoln eine Menge seltsamer Gegenstände und fragt nach ihnen, aber Mac antwortet eher ausweichend. Er erinnert den Helden daran, dass niemand von ihren Treffen wissen darf. Als er den Raum verlässt, bemerkt Lincoln ein Insekt. In der Zwischenzeit wird Mac zur Reparatur geschickt und vor ihm wird ein Gegenstand, ein neuer Bewohner des Komplexes, aus einem speziellen Wassersack herausgezogen. In den folgenden Aufnahmen sehen wir, dass es noch viele ähnliche Kreaturen im embryonalen Zustand gibt. Zu ihnen führen die Röhren, an denen Lincoln und andere Leute arbeiten. Es stellt sich heraus, dass die Helden neben einer strengen täglichen Routine auch eine Unterhaltung haben, Kämpfe mit Hilfe von virtuellen Modellen. Jordan besiegt den Helden und sie gehen noch etwas trinken. Auf dem Gelände wird jedoch kein Alkohol ausgeschenkt und alle Getränke, die den Bewohnern angeboten werden, sind gesund. Lincoln erzählt dem Mädchen von dem Käfer, den er gefunden hat, und sagt, es sei sehr seltsam, dass er überlebt hat und dass immer noch Menschen auf der Oberfläche gefunden werden. Am Abend beginnt die Lotterie und alle Bewohner rennen zu den großen Bildschirmen, um zu sehen, wer diesmal der glückliche Gewinner sein wird. Plötzlich stellt sich heraus, dass Jordan die Gewinnerin ist. Lincoln sieht verwirrt zu, wie alle dem Mädchen gratulieren. Die Helden verabschieden sich und bedauern, dass sie sich nicht näher gekommen sind. Ihr Gespräch wird erneut von einem Wachmann unterbrochen, der sie daran erinnert, dass Intimitäten in dem Komplex verboten sind. In der Nacht wachte Lincoln wegen eines Albtraums auf und begann, seinen Käfer zu beobachten. Der Mann beschließt, ihn freizulassen, um herauszufinden, woher er kommt. Nachdem er die Treppe hinaufgestiegen war, fand sich Lincoln in einem seltsamen Korridor mit Ärzten wieder. Dort schlich sich der Mann in eines der Zimmer und zog sich einen Morgenmantel an, um keinen Verdacht zu erregen. Beim Durchsuchen des Zimmers stieß der Held auf das hochschwangere Mädchen, das auf die Insel sollte. Unerwartet begleiteten die Hebamme und der behandelnde Arzt das Mädchen in eine andere Welt. Die Frau gab das Baby einer anderen Frau, die genauso aussah wie die Verstorbene.
Der schockierte Lincoln erkannte, dass die Insel ein Schwindel war und Jordan in Gefahr schwebte. Während der Mann einen anderen Teil des Raums erkundete, stürmte ein anderer Lottogewinner aus dem Operationssaal. Lincoln gelang die Flucht, doch Dr. Merrick entdeckte ihn auf den Sicherheitsvideos. Die Wachen begannen, den Helden zu jagen, und in der Zwischenzeit brach er in die Damentoilette ein und begann, nach Jordan zu suchen, um sie vor einem grausamen Schicksal zu bewahren. Zusammen mit dem Mädchen macht sich Lincoln auf den Weg zum 6. Sektor und versucht, den Verfolgern zu entkommen. Die Verfolgung führt die Helden in eine Sackgasse, aber sie betäuben einige der Wachen und gelangen in eines der Rohre, fallen aber in einen Raum, in dem sie eine Menge Klone sehen, die bald Bewohner des Komplexes werden. Die Verfolgungsjagd geht weiter, aber Lincoln kann sich dank des Fahrstuhls befreien. Plötzlich kommen die Helden an die Oberfläche und stellen fest, dass sie sich die ganze Zeit über in einem umgebauten Militärkomplex befunden haben und dass alle Geschichten über die Umweltverschmutzung und die Insel gelogen waren. Dr. Merrick findet sich auf einer seltsamen Veranstaltung wieder, auf der er über Agnaten spricht, genetische Klone seiner Kunden. Der Doktor kann ein Kind züchten, gesunde Haut oder ein Organ für eine kranke Person spenden. Der Arzt verdreht die Tatsachen, indem er sagt, dass solche Produkte keinen Verstand haben und keine echten Menschen sind. Nach der Rede trifft sich Merrick mit Albert Laurent, einem Mitglied des Verteidigungsministeriums. Der Mann berichtet, dass ihre Produkte entkommen sind. Es hat sich herausgestellt, dass, wenn Agnaten kein Bewusstsein haben, ihre Organe zu nichts zu gebrauchen sind, also mussten der Komplex und die Insel erfunden werden. In der Zwischenzeit erinnert sich Lincoln an eine Visitenkarte, die er in Max' Wohnung gefunden hat, und sie führt die Flüchtigen zu einer Bar. In der Zwischenzeit macht sich Albert auf die Jagd nach den Flüchtigen. Die Figuren verhalten sich sehr naiv und verstehen die Witze und Anspielungen des Barkeepers nicht. Nachdem er Mac gefunden hat, lässt Lincoln es an ihm aus und sagt, dass Mac über alles Bescheid wusste, was in dem Komplex vor sich ging. Der Mann bittet ihn, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, und nimmt die Flüchtigen mit zu sich nach Hause, um ihnen alles zu erklären. Mac enthüllt, dass sie in Wirklichkeit Klone von reichen Leuten sind, die sie benutzen, wenn sie krank oder alt werden. Man hat ihnen falsche Erinnerungen eingepflanzt, und die Sponsoren, die für ihr Leben bezahlen, haben keine Ahnung, dass die Agnaten ein Bewusstsein und Gefühle haben. Lincoln schlägt vor, ihre Prototypen ausfindig zu machen und ihnen die Wahrheit zu sagen, um die anderen zu retten, aber Mac widersetzt sich dieser Idee. Die Flüchtigen bleiben jedoch standhaft, und der Mann findet ihre Prototypen, gibt ihnen Kreditkarten und Bargeld, versorgt sie mit Kleidung und bringt sie zum Bahnhof. Als er nach oben geht, um eine Karte zu holen, bemerkt Mac die Verfolgung und meldet sie Lincoln, woraufhin er sein Leben verliert. Die Helden entkommen erneut der Verfolgung und nehmen einen Zug nach Los Angeles. Zu diesem Zeitpunkt bittet Albert darum, eine kleine Gruppe in dieser Stadt zu organisieren und die Transaktionen auf Macs Kreditkarte zu überwachen. Lincoln und sein Begleiter schleichen sich aus dem Bahnhof und sind schockiert von den neuen Orten, Menschen und Gegenständen. In einem der Lokale bemerkt Jordan seinen Prototyp und ist verwirrt, als er das Mädchen in einem Werbespot knutschen sieht. Lincoln begreift, was sie erlebt, und beschließt, ihre Freundin wegzuführen. Alberts Gruppe bemerkt die Flüchtenden auf einer der Überwachungskameras und nimmt die Verfolgung auf. Die ahnungslosen Helden versuchen, Sarah Jordan anzurufen und erfahren in dem Gespräch, dass sie im Krankenhaus liegt und ihr Sohn hält den Klon für seine Mutter. In der Zwischenzeit verhaftet die Polizei die Flüchtigen, weil sie Macs Kreditkarte benutzt haben, und Alberts Gruppe folgt weiterhin dem Polizeiauto. Der Mann ruft Merrick an, der ihm sagt, dass die Agnaten niemals an die Polizei übergeben werden dürfen. Dann greift Alberts Gruppe die Polizei an und Lincoln und Jordan versuchen erneut zu fliehen. Das Paar versteckt sich auf einem Lastwagen und als sie beschossen werden, kippen sie die Ladung auf die Autos der Verfolger. Plötzlich ist die Polizei wieder im Spiel, aber Lincoln schaltet sie aus und entkommt mit dem Mädchen auf einem schnellen Motorrad. Die Helden stürzen fast vom Dach, werden aber gerettet. Albert gibt den Befehl, das Ziel zu eliminieren, da die Festnahme fehlschlägt. Die Flüchtenden stürzen zusammen mit den Trümmern des Firmenlogos zu Boden, überleben aber und entkommen den Augen von Alberts Gruppe. In der Zwischenzeit erfährt Dr. Merrick, dass einige der Waren der Echo-Gruppe unter Verletzung der Technologie hergestellt wurden und entsorgt werden müssen. Am nächsten Tag teilt Lincoln Jordan mit, dass er die Adresse seines Prototyps, Tom Lincoln, herausgefunden hat. Als sich die Helden in das Haus schleichen, werden sie vom Besitzer angegriffen, der jedoch den anderen Mann als sich selbst erkennt und aufgibt.
Tom behandelt die Flüchtigen freundlich, nimmt ihnen die Armbänder ab und erzählt ihnen, dass er Boote baut. Ein Mann erzählt Lincoln Six Echo, dass er an Leberzirrhose leidet und deshalb für die Herstellung eines Klons bezahlt hat. Der Held bittet seinen Sponsor, ihnen zu helfen und ins Fernsehen zu gehen, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über das Klonen erfahren, denn es gibt Tausende von ihnen in dem Komplex und alle werden sich von ihrem Leben trennen müssen. Tom ist einverstanden und sagt, dass er sich noch Schuhe anziehen muss. Dort informiert er jedoch die Firma über die verschwundenen Agnaten. Jordan 2 Delta wittert einen Haken, aber Lincoln 6 Echo beschließt, das Risiko einzugehen. Das Mädchen bleibt in dem Haus und beschließt, es zu inspizieren. In der Zwischenzeit wird Lincoln 6 Echo wieder gejagt, weil Tom ihn getäuscht hat, weil er sich nicht von seinem Leben trennen will. Der Held versucht, sich trotz der Drohungen seines Prototypen von der Verfolgung zu befreien. Als die Männer aus dem Auto aussteigen, kann Albert nicht herausfinden, wer von ihnen der Klon ist. Dann wird Lincoln 6 Echo trickreich und legt Tom sein Armband an. Der Söldner bemerkt es und trifft seine Wahl. Dr. Merrich ist froh, dass es endlich vorbei ist. In der Zwischenzeit kehrt Lincoln 6 Echo zu Toms Haus zurück, wo er mit Jordan rummacht. Die Helden kommen endlich zusammen und das Mädchen sagt, dass die Insel das sind sie. Währenddessen stellt Dr. Merrick fest, dass Ausfälle wie der von Lincoln bei vielen Produkten zu beobachten sind und es ist notwendig, sie loszuwerden, denn die Klone sollen keine Neugierde verspüren. Zu diesem Zweck beschließt er, eine Massenversendung von Klonen auf die Insel zu organisieren. Auch der Held erfährt davon, als er eine Nachricht auf Toms Telefon erhält. Lincoln sagt seiner Freundin, dass sie die Bewohner des Komplexes nicht ohne Hilfe zurücklassen können und sie sich einfach in nichts verwandeln lassen. Der Held ist im Begriff, als Tom zum Komplex zu reisen, um sich neu klonen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt entführt Albert Jordan und bringt sie in die Chirurgie, da sich ihr Prototyp Sarah in einem ernsten Zustand befindet. Doch sowohl das Mädchen als auch Lincoln können entkommen. Jordan findet seinen Freund und sagt ihm, dass er das Hologramm im Komplex deaktivieren muss, bevor die anderen auf eine nicht existierende Insel geschickt werden. Währenddessen spricht Dr. Merrick mit Albert über die Menschlichkeit seiner Arbeit und die Massenvernichtung von Klonen. Plötzlich erhält der Mann die Nachricht, dass Lincoln 6 Echo noch am Leben ist und die Söldner irrtümlich seinen Sponsor massakriert haben. Währenddessen tut sich Jordan mit Albert zusammen und rettet die Klone. Lincoln dringt in den Kontrollraum der Hologramme ein und versucht herauszufinden, wie man sie ausschalten und den Bewohnern des Komplexes die Wahrheit zeigen kann. Dr. Merrick versucht, ihn aufzuhalten, und ein Kampf zwischen den Helden beginnt. Der Schöpfer der Agnaten besiegt fast seine Schöpfung, aber im letzten Moment gelingt es Lincoln, die Oberhand über seinen Rivalen zu gewinnen. Die Hologramme werden zerstört, und die Bewohner des Komplexes fliehen nach draußen und freuen sich über ihre Befreiung. Danach stechen Lincoln 6 Echo und Jordan 2 Delta mit einem Schnellboot in See, um ein wunderbares und freies Leben zu führen. Dies ist das Ende des Films. Danke, dass ihr euch den Film bis zum Ende angesehen habt. Gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was ihr über diesen Film denkt, und wir sehen uns in neuen Videos.